Warum ist der VSV am Anfang überhaupt nicht ins Spiel gekommen? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir dass in solchen Serien, wenn du von einer Game-7-Serie kommst und die anderen so lange Pause haben, dann können immer mehrere Sachen passieren. Entweder sie kommen komplett stark raus oder du hast dann noch ein bisschen das letzte Spiel in die Beine. Gibt im Endeffekt keine Ausreden, wir haben die ersten 10 Minuten verschlafen. Aber ich glaube, dann nach die 10 Minuten, nach dem Timeout, dann haben wir langsam ins Spiel gefunden und dann ab dem zweiten Drittel angefangen, das Spiel zum Übernehmen. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Serie drinnen sind. Was habt ihr in der ersten Drittelpause in der Kabine besprochen? Ja, im Endeffekt nur, wie gesagt, es ist noch viel Eishockey zum Spielen, es sind noch 2 Drittel zum Spielen und es kann im Playoff alles passieren und genau das ist passiert. Am Ende noch, schilder uns bitte noch deinen Siegestreffer. Ich habe die Scheibe an der Bande bekommen und dann habe ich gesehen, dass ich da einen Platz Richtung Tor habe. Und dann habe ich im Slot probiert, einfach hoch irgendwo an ihm vorbei zum Schießen und das ist mir Gott sei Dank gelungen. Am Samstag geht es schon weiter. Die Ungarn werden sicher sehr hart kommen, werden zurückschlagen wollen. Wie sieht eure Taktik aus in Csekhovka? Ja, ich glaube, wenn wir von Anfang an, so wie ab dem zweiten Drittel dann unser Spiel ihnen aufdrängen und so durchspielen und von Anfang an so spielen, dann glaube ich nicht, dass wir Probleme haben werden. Wir sind auch eine harte Mannschaft, wir können auch hart spielen und wenn wir das machen, dann wird sich zeigen, wer am Ende Sieger vom Eis geht. Man wird morgen schon anreisen, um perfekt vorbereitet ins Match zu gehen, oder? Ja, genau. Wir fahren morgen schon weg, haben morgen in der Früh noch ein optionales Training, fahren morgen weg und dann schlafen wir im Fairway und dann ist am Samstag schon das Spiel.